Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Legend of Grimrock 2. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen den Wald erkundet. Da fällt mir ein, da drüben war ich noch gar nicht. Das sollte ich eventuell nachholen, Leute. Vielleicht am besten, bevor ich in ein neues Gebiet gehe, oder? Hätte durchaus mehr Sinn. Dann machen wir das jetzt noch schnell mal eben. Denn wir wollen ja nichts verpassen hier. Genau, denn hier drüben haben wir noch gar nichts nachgesehen. Hier ist nichts. Hier ist Gestrüpp. So, und hier gibt es schon wieder zwei Abzweigungen. Gehen wir mal hier nach oben. Oh, ich höre was. Was ist das denn? Oh. Sieht nach netten kleinen Tierchen hier aus. Na komm schon, macht sie alle, Leute. Da geht der erste down. Der zweite ist ein bisschen zäher, so wie es aussieht. So, was sind denn das für Tiere? Wargen. Deswegen gibt es hier Wargmeat. Lecker, lecker. Und da hinten sehe ich gleich noch zwei von den Gesellen. Na, kommt her, machen wir euch ebenfalls fertig. Oh, ich bekomme hier ganz schön Schaden ab. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht gleich. Nein, ich hab's gerade noch so überlebt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wie sieht's eigentlich bei euch mit Hunger aus? Okay, so. Ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen und hoffe, dass da nicht noch so ein Warg ankommt. Nee, kommt er nicht. So, hier haben wir wieder so ein Gebüsch. Hier ist ein bisschen dunkel. Haben wir noch eine Fackel? Dann nimmst du mal die Fackel, bitte. Bist du sonst leider nicht so viel zu gebrauchen, solange du noch nicht zaubern kannst. Es wird definitiv an Zeit, dass wir den Zauberstab finden. R-E-U-H-U-K-A-E-U-H-U-E. Was zur Hölle? Okay, ich schreibe das mal hier hin. Schild mit Rätsel. R-E-U-H-U. Das sollte mich daran erinnern. So. Hier sind wir wieder zurück. Hier gibt's nichts, so wie es aussieht. Oh, hier ist ein Leuchtekopf. This is another way out. Ah ja, und sowas haben wir schon am Strand gesehen. Hier. This is another way out. Also ich glaube, hier kommen wir dann bei irgendeinem Dungeon raus. Und ich höre was. Ich habe da doch gerade was gehört. Komm her. Da ist noch ein Warg. Hey, nicht weglaufen. Ich will dich umbringen. Na komm schon. Immer fröhlich drauf mit allem, was wir haben. Das kann ja nicht so schwer sein. Und da ist er auch schon down. Gibt wieder zwei Fleisch für uns. Ah, sehr schön. Und hier. Wartet mal, hier ist noch ein Durchgang. Aha, hier geht's auf die Rückseite des Tempels. Oh, was haben wir denn hier? Einen Pilz. Eine Xafi-Robe. Eine Keule. Und ein Xafi-Schemmack. Schauen wir uns das alles mal an.
Den Helm konnten wir noch nicht benutzen. Hier, das hier. Requires Light Weapons 2. 5 bis 15 plus Strength. Bringt uns jetzt nicht so viel. Der hier, Protection plus 1. Protection plus 2. Dann kriegst du die Robe und den Helm hier auf. Also unter Anführungszeichen Helm. Diese Kräuter hier haben sich vermehrt, das ist gut. Was macht man eigentlich mit diesen ganzen Pilzen? Ah, die kann man essen. Hier, dann esst alle mal eine Runde was. Du isst ein Wargsteak und du isst auch ein Wargsteak. So, die Schaufel hier. Ich muss mir das alles mal bei Gelegenheit ordentlich sortieren. Du hast noch Hunger, isst Schildkröte. So, also hier haben wir jetzt alles gesehen. Oh, und hier geht's in den Dungeon runter. Den schauen wir uns doch gleich mal an. Ich speichere nur noch mal eben kurz. LP06. Und schauen wir mal, was uns da unten so erwartet. Hier liegt ein Stück Brot rum, das ist auch gut. Hier können wir die Tür wieder schließen. Und ich höre schon etwas. Oh, wer bist du denn? Oh. Okay. Könnte das dieser Meister der Insel gewesen sein? Der uns hier die ganzen Aufgaben stellt. Was haben wir hier? There's no turning back. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Oh! Ratten! Schauen wir mal, wie stark die sind. Na, die halten schon ganz schön was aus, die Mistviecher. Na komm schon. Und da kommt schon gleich der nächste hinterher. Das ist schlecht. Und da ist der erste gestorben. Ich bin's natürlich. Out of energy. Das ist ganz übel. Sehr schön. Einmal hat es noch gereicht. Ganz knapp war das. Dann gehe ich jetzt bitte erstmal wieder zurück. Mach mal die Tür zu. Und schlafe eine Runde. So, ich möchte jetzt nur ungern mit drei Leuten in den Dungeon reingehen. Aber der nächste, okay, das ist die Dungeon-Ebene. Ich komme, muss hier eins rauf. Aber ich habe bisher nur einen blauen Kristall hier. Das heißt, ich muss wieder bis ganz an den Strand zurücklatschen. Wird sich aber nicht vermeiden lassen, ehrlich gesagt. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Machen wir einen kleinen Nachtspaziergang. Und hoffen, dass wir draußen nicht noch auf irgendwelche Gesellen treffen. Oh, ein Tagspaziergang ist es sogar. Oh, und da ist noch eins von den Baumwesen. Mit dem werden wir hoffentlich auch so fertig. Es ist ein bisschen öde, wenn wir nur... Ah, sehr schön. Der ist verbrannt. Das ist gut. So, ich muss hier lang. Nee, hier lang. Ja, da bin ich richtig. Dann hier lang. Dann hier lang. Oh Mann, das ist ein ganz schöner Weg, nur um wieder einigermaßen gut hinzukommen. Ich brauche definitiv Heiltränke. Kannst du eigentlich schon
Tränke machen? Ja, Alchemie 1. Müssen wir nur rausfinden, wie ein Heiltrank funktioniert. Das mache ich dann auch gleich. Wenn wir schon dabei sind. So, hier war der Eingang vom Wald, wenn mich nicht alles täuscht. Achso, bin ich glatt dran vorbeigelatscht. So, hier. Und wir sind wieder am Strand. Und im Prinzip müssen wir jetzt nur geradeaus. Und da ist auch schon der blaue Kristall. So, und wir sind wieder lebendig. Sehr schön. Ach so, Tränke machen ist überhaupt so eine Sache. Ich weiß, aus dem alten Legend of Grimrock, da brauchen wir sowieso erstmal Mörser und Stößel. Und den haben wir nicht. Also sind wir derweil noch ziemlich auf uns allein gestellt. So, ich latsche jetzt da mal wieder zurück den ganzen Weg. Hab ja nichts Besseres zu tun hier. So, und jetzt ging es hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Ja, soweit so richtig. So, und an dieser Stelle nach links. So, hier geradeaus. Gut, dass das nicht umständlich ist, Leute. Und hier entlang nach links. So machen wir das. So, ab ins Dungeon zu unserem nächsten Versuch. Wir könnten aber einfach mal Hexi hier ein bisschen was abgeben. So, du kannst dann die Fackel nehmen. Ach so, das muss auf der 1 liegen. So. Zaubern kannst du deswegen immer noch. Dann schauen wir mal. Ach so, sie kann wahrscheinlich nicht mit Schusswaffen umgehen, oder? Ja, can't use. Na super. Also nutzt uns das auch nichts. Ein bisschen unnütz bist du derweil noch, Mädel. Aber hey, das kriegen wir schon hin. So, hier ging's geradeaus. Und ich höre da die ganze Zeit was. Es war hier irgendwo ein Schalter oder sowas. Wundert mich, dass ich bisher noch keinen weiteren Schalter gefunden habe. Aber ich gebe auch zu, ich habe jetzt nicht so exzessiv danach gesucht. So. Oh, und jetzt ist es dunkel. Jetzt ist die Fackel aus, so wie es aussieht. Gut, die abgebrannte können wir ja ruhig wegwerfen. So, hier. Oh, hier stehen Kisten und hier eine Schriftrolle. Scroll of Shield. Was kannst du? Create a magical shield around you. Okay, physischer Damage. Pack ich in die Kiste. Und hier diese Fässer muss ich, glaube ich, kaputt machen. Um an das zu kommen, was dahinter liegt. Eine Wurst, lecker. Und eine Leather Cap. Lass uns die mal ansehen. Protection plus 3. Protection plus 4 und Light Armor Prophecy hat er ja. Oder? Ja, Evasion bleibt gleich. Dann kriegst du diese Maske. Denn die gibt Energy. Ach so, aber er hat dann minus 5 Evasion. Hm. Du hast noch keine Maske. Aber hast du Light Armor Prophecy? Light Weapons? Nee. Na gut, dann eben nicht. Aber warte mal, da machen wir das hier so. Dann kriegst du hier den Helm, dann hast du wenigstens einen, wie heißt das? Einen Protection mehr. So, die
Fackeln nehmen wir wieder mit. Und schauen wir nochmal um diese Ecke. Hier ist nichts. Seltsam. So, und hier war die Tür mit dem There's no turning back. Okay. Aber das erkunden wir dann das nächste Mal. Das war's hier fürs Erste von Legend of Grimrock. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.